Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Ich bin hier mitten in Berlin an einer Wasserstofftankstelle, wie ihr seht. Mein Tesla kann da leider nicht laden. Aber heute geht es mal ums Thema Wasserstoff. Viele von euch haben vielleicht schon mein Video gesehen, wo ich mit Clever Shuttle in Hamburg unterwegs war, Wasserstoffauto ausprobiert habe. Vielleicht kennen manche von euch auch mein Interview mit Professor Ganteföhr zum Thema Wasserstoff. Wenn nicht, dann habe ich euch die hier nochmal verlinkt. Heute geht es um die Frage, ist vielleicht Wasserstoff doch die Technologie der Zukunft? Wie viele von euch gelesen haben, die Bundesregierung hat gerade die Wasserstoffstrategie herausgebracht. Sie wollen in Zukunft Deutschland führend machen zum Thema Wasserstoff. Und dazu habe ich ein paar interessante Gespräche geführt und ein bisschen nachrecherchiert. Dieses Video ist außerdem eine Kooperation zusammen mit der TU Clausthal und der Ostfalia Hochschule, die den neuen Studiengang Digital Technologies herausgebracht haben. In diesem Studiengang können Studierende an der Schwelle von IT, praktische Anwendungen, digitalen Projekten jeweils zu einem Drittel sich ausbilden lassen. Der nächste Studiengang startet im Wintersemester und wegen Corona ist die Bewerbungsfrist jetzt von Mitte Juli bis September verlängert worden. Und mit dem Professor Turek von der TU Clausthal habe ich ein Interview geführt zum Thema Wasserstoff und das schauen wir uns jetzt an. Hallo Thomas. Hallo Tobias. An welchen Stellen fließt deine Forschung in Innovationen, zum Beispiel bei Wasserstoff, ein? Ich komme aus dem Bereich Verfahrenstechnik und wir kümmern uns einerseits um Materialien, die man braucht, um grünen Wasserstoff herzustellen, und andererseits um Apparate, Zellen, die man benötigt, besonders effizient zu gestalten. Das ist eigentlich so unser Arbeitsgebiet. Als ich mich zum ersten Mal mit Wasserstoff beschäftigt habe oder die Kommentare unter meinen Videos zur Elektromobilität gelesen habe, hieß es immer, Wasserstoff ist gefährlich, der kann explodieren oder man braucht zu hohen Druck und das kann eben dann, ist schwierig in der Handhabung. Ist das so? Ja, natürlich ist Wasserstoff ein energiereiches Molekül, genauso wie Erdgas beispielsweise. Oder wie Stoffe, die man normalerweise tankt im Automobil, oder wie Batterien, die man im Automobil herumfährt. Also das macht eigentlich keinen besonders großen Unterschied. Ne? Wasserstoff hat relativ ähnliche Eigenschaften zu Erdgas und das kennen wir ja eigentlich aus dem Haushalt, aus dem industriellen Bereich seit vielen Jahrzehnten. Wir haben uns daran gewöhnt. Natürlich kann immer mal wieder was passieren, aber Wasserstoff stellt kein besonderes neues Gefahrenpotenzial dar. Das hast du vorhin ja schon gesagt, grüner Wasserstoff. Genau, da wollte ich mal eine kleine Farbenlehre mit dir machen. Es gibt grauen und blauen und grünen und was noch? Es gibt eine ganze Menge. Ich habe deswegen auch extra hier mein Wasserstoffhemd angezogen. Da sind nämlich alle Farben, die der Wasserstoff annehmen kann, und noch ein paar mehr drauf. Der grüne Wasserstoff, der ist laut Definition mit erneuerbaren Energien hergestellt, aus Umgebungskomponenten, Wasser oder aus nachwachsenden Rohstoffen, Biomasse. Auf der anderen Ende der Skala sind dann die dunklen Farbtöne. Der graue Wasserstoff, der braune und der schwarze Wasserstoff, das sind die, die aus fossilen Energieträgern hergestellt werden. Grau wäre Erdgas, braun Braunkohle und schwarz Steinkohle. Das sind natürlich Wasserstoffherstellungsmethoden, die halt mit einer relativ starken Emission von Kohlenstoffdioxid, Stichpunkt Erderwärmung, verbunden sind. Und deswegen müssen wir das natürlich ändern. Dazwischen liegen noch der blaue und der türkise Wasserstoff. Der blaue Wasserstoff wird eigentlich ganz normal hergestellt, wie man es heutzutage auch aus wirtschaftlichen Gründen halt macht, auf Basis der fossilen Energieträger. Aber das dabei entstehende CO2 soll abgetrennt und gespeichert werden. Und der türkise Wasserstoff ist auch sehr interessant. Der wird gewonnen aus Erdgas durch Spaltung in die Bestandteile Kohlenstoff und Wasserstoff. Wenn man den Kohlenstoff nicht verbrennt oder weiterverarbeitet und letztlich dann doch in der Atmosphäre landet, dann sind das auch klimaneutrale Herstellungswege. Der grüne Wasserstoff, der zum Beispiel durch den eingespeisten im Moment Überschussstrom einer Photovoltaikanlage entstehen könnte, durch Elektrolyse. Wie funktioniert denn das überhaupt? Elektrolyse, dazu habe ich was mitgebracht. So eine Elektrolysezelle ist eigentlich relativ einfach aufgebaut. Man kann hier vielleicht erkennen, so eine netzgitterartige Struktur. Das ist eine Elektrode. Hier vorne ist es beispielsweise jetzt hier die Kathode oder der positive Pol der Elektrolysezelle, wo der Wasserstoff entsteht. Und auf der Rückseite ist eine ganz ähnlich aufgebaute Elektrode, wo dann der Sauerstoff entsteht. Ich habe auch noch mal was mitgebracht, wie das im Labor ein bisschen filigraner aussehen würde, wenn wir Materialtests machen. Da können wir auch so ein bisschen feinere Strukturen verwenden. Und wir können das in natürlich deutlich kleineren Zellen auch im Labor testen. Und die Zelle funktioniert jetzt so, dass wir zwei Elektroden haben, die mit einem sogenannten Separatormaterial voneinander getrennt sind. Das ist also eine trennende Komponente, die einmal dafür sorgt, dass sich die beiden Gase nicht vermischen. Stichwort Knallgas, das kennt jeder aus dem Chemieunterricht, dass das nicht passieren darf. Das wäre natürlich sicherheitstechnisch schwierig und da wäre der Wasserstoff auch verunreinigt. Das funktioniert jetzt so, dass wir hier jetzt elektrischen Strom durchschicken. Der Strom kommt aber durch dieses isolierende Trennmaterial
gar nicht durch. Was kann er machen? Er kann nur das Wasser zersetzen. Dabei entstehen aber leitfähige Teilchen in einer Flüssigkeit, die wiederum hier durchgehen, sodass der Stromkreis geschlossen werden kann. Und in Summe wird also letztlich auf den beiden Seiten dieser Elektrolysezelle H2O Wasser in H2 Wasserstoff und O2 Sauerstoff zersetzt. Im Bereich der Elektromobilität, ich habe schon Wasserstoffautos gesehen, also die funktionieren ja. Du bist gerade sogar auch eins gefahren, also die gibt es schon länger, aber es hat sich bis jetzt irgendwie nicht so richtig durchgesetzt. Was ist denn da also der Grund? Also Mobilität auf Basis erneuerbarer Energien hat natürlich viele verschiedene Aspekte. Ein wichtiger Aspekt ist der Gesamtwirkungsgrad, ne? Also wie viel erneuerbare Energie muss ich letztlich aufwenden, um eine bestimmte Strecke zurückzulegen? Und da muss man sagen, ist natürlich die batteriebetriebene Elektromobilität ganz weit vorne. Die ist also deutlich effizienter. Es gibt auch Aspekte, beispielsweise der Reichweite, ne? Wir alle wissen, dass wir mit einem batterieangetriebenen Auto jetzt nicht 500 Kilometer weit kommen. Und es ist auch vermutlich nicht sinnvoll, weil die Batterie, wenn ich sehr weit, sehr lange fahre, natürlich unglaublich schwer und groß wird. Und das aus dem Grunde dann nicht mehr sinnvoll ist. Das heißt, wasserstoffgetriebene Elektromobilität kommt dann ins Spiel aus meiner Sicht, wenn wir entweder lange Strecken zurücklegen wollen mit dem Pkw oder wenn wir mit der Batterie aus Gewichtsgründen gar nicht mehr hinkommen, wie beispielsweise Lkw oder im Bereich Züge, wenn sie nicht elektrifiziert sind. Und schließlich das andere Ende der Mobilität sind dann Anwendungen wie Schiffe oder Flugzeuge. Da kommen eigentlich nur flüssige Energieträger in Frage und das wird in der Zukunft so laufen, dass man aus dem Wasserstoff durch Umsetzung mit Kohlenstoffdioxid dann synthetische konventionelle Kraftstoffe macht, wie man sie heute auch verwendet, also synthetisches Kerosin oder synthetischen Schiffsdiesel. Jetzt haben wir ja schon jetzt eigentlich zu wenig regenerativen Strom, um den Bedarf zu decken. Wenn wir jetzt sagen, ja, die Zukunft liegt darin, dass wir praktisch regenerative Energien noch in Wasserstoff umwandeln, woher soll denn der dann kommen? Das ist eine wirklich ganz essentielle Frage, würde ich sagen. Also die Politik, der Politik muss klar sein, ich hoffe, das ist es ihr schon, wir brauchen eine gute Strategie, um die erneuerbaren Energien signifikant auszubauen, um den Faktor 4 bis 5. Und wir alle wissen, dass das nicht einfach wird. Das kann bei der Solarenergie in Deutschland relativ geräuschlos funktionieren. Da haben wir noch viele Flächen, die wir nutzen können, aber das wird uns insgesamt nicht retten. Wir brauchen auch sehr viel Windenergie und da wissen wir alle, Windenergie an Land ist sehr stark umstritten, hat große Akzeptanzprobleme. Ich befürchte, dass das alles vermutlich nicht so ganz reichen wird, sodass wir auch über Import von erneuerbaren Energien vielleicht in Form von Wasserstoff nachdenken müssen. Die TU Clausthal hat ja mit der Ostfalia Hochschule eben diesen Digital Technologies Studiengang. Inwiefern arbeitet ihr miteinander zusammen? Wo sind da die Berührungspunkte? Was können die Studierenden da profitieren? Es gibt Vertiefungsrichtungen, Projektmöglichkeiten in allen verschiedenen Richtungen und da spielt auch die Energie eine große Rolle. Wir machen Lehrangebote im Bereich der Energie, also Elektrotechnik, aber auch andere Angebote. Und Studierende dieses Studiengangs, die lernen dann zumindest die Sprache dieser verschiedenen Bereiche, also der Energieforscher, kennen und können mit ihnen dann kompetent kommunizieren und können beispielsweise später dann an dem Energiesystem der Zukunft mitentwickeln. Ja, ihr habt es gehört, möglicherweise auch für den Individualverkehr, vor allem aber natürlich für Flugzeuge, Power-to-Liquid, für Lastwagen und für Züge könnte das in Zukunft interessant sein. Vielleicht nicht nur in Zukunft, denn es gibt bereits in Deutschland einen der ersten, sogar weltweit der ersten Wasserstoffzüge. Der fährt von Cuxhaven nach Bremerhaven. Und freundlicherweise hat mir Alstom, die diese Wasserstoffzüge herstellen, Videomaterial zur Verfügung gestellt, das ihr jetzt hier seht. Heute kann man schon mit einem brennstoffbetriebenen Zug von Cuxhaven nach Bremerhaven fahren. Solche Wasserstofftankstellen, wie ihr hier seht, werden unter anderem von einer Tochterfirma, der Firma Fest in Goslar, hergestellt. Und die sind jetzt genau in die Elektrolyse eingestiegen. Also aus Überschussstrom regenerative Energie hergestellter Wasserstoff. Und ich habe jetzt hier den Matthias Audenried, der ist CEO von Fest in Goslar. Hallo Matthias. Hallo Tobias, grüße dich. Kannst du uns kurz einen Einblick geben, was Fest macht und seit wann? Ja, die Fest hier in Goslar im Ortsteil Oker ist ein traditionelles Unternehmen und schon 70 Jahre hier etabliert. Und wir beschäftigen uns mit Produktions- und Prozessautomatisierung in verschiedenen Industrien, hauptsächlich geprägt in der Metallindustrie. In dieser Eigenschaft sind wir hier in Goslar, am Standort Goslar, eine Mannschaft mit ca. 65 Mann, inklusive Fertigung, haben aber auch über die Jahre hinweg Niederlassungen in Russland, in Wien, in Österreich etabliert und ein 70 Mann starkes Joint Venture in Mumbai in Indien. Jetzt habe ich gerade auf der Webseite gesehen, das ist ganz neu, ich glaube im Juni
ein neues Produkt oder eine neue Abteilung gibt von euch, die sich mit Wasserstoff beschäftigt. Ja, richtig, Tobias. Zum Sommer dieses Jahres oder schon beginnend im April sind wir eingestiegen in die Wasserstofftechnologie. Das ist nicht aus dem Himmel gekommen und auch nicht über Nacht erfunden worden, sondern Wasserstoff und die Technologie dazu ist ein Thema unserer übergeordneten Firmengruppe. Diese beinhaltet mehrere Firmen, die sich sowohl mit Wasserstofferzeugung, aber auch seit vielen Jahren mit der Entwicklung und der Produktion von Wasserstofftankstellen beschäftigt. Und in einem gemeinsamen Konsens haben wir entschlossen, dass, sage ich mal, der Bau gesamter Anlagen, Infrastruktur, Wasserstoffinfrastruktur und Erzeugung, dass es in die Hände der FEST, also unserer Gesellschaft, kommt, da wir es gewohnt sind, als Automatisierer und Integrator immer, sage ich mal, gewerksübergreifend auch zu engineeren und zu bauen. Hast du irgendwie eine persönliche Beziehung zu so regenerativen Energien? Ist es so ein Faible von dir? Oder? Mit betagtem Alter natürlich. Guckt man sich natürlich die Umwelt an. Man hat Kinder in die Welt gesetzt und möchte natürlich da schon noch einen kleinen Beitrag leisten. Ich stelle ja in diesem Video auch eben gerade diesen digitalen Studiengang vor. Da gibt es ja eben diese Vertiefungsrichtung Energie 4.0. Gibt es da jetzt schon Berührungspunkte oder habt ihr da was vor in Zukunft? Keine Frage. Das ist eine Übergangstechnologie, die im Prinzip definitiv Industrie 4.0 Digitalisierung benötigt. Wir bewerben uns gerade für ein Projekt im Bremerhaven. Das soll eine Simulation eines zukünftigen Logistikzentrums gemacht werden, in dem aus regenerativen Energien, die man natürlich im Paket zukauft, zu günstigen Zeiten den grünen Strom kauft, zu Wasserstoff konvertiert, speichert, die LKWs betankt während dem Be- und Entladevorgang und aber auch in den Zeiten, in den Spitzenstromzeiten, wenn Energie am Markt gebraucht wird, dann wieder rückkonvertierten Wasserstoff über die Brennstoffzelle wieder dem Energienetz bereitzustellen. Und da braucht man intelligente Sensorik, Digitalisierungsthemen, Software, die natürlich den besten ökonomischen Weg beschreibt. Das klingt nach einem spannenden und guten Zusammenwirken von Hochschule und Industrie. Vielen Dank. Ich wünsche dir mal auf jeden Fall eine gute Heimfahrt mit deinem Wasserstoffauto. Leider dort konntest du nicht kommen, sodass wir das machen können. Es ist eine wunderschöne Fahrweise. Ich natürlich auch Langstrecken-Dieselfahrer, keine Frage. Aber ich genieße es tatsächlich lautlos mit Wasserstoff über die Goslarer Wege und Straßen zu fahren. Ja, dann wünsche ich dir eine lautlose und gute Fahrt. Vielen Dank fürs Gespräch. Mach es gut, Dankeschön. Ja. Tschüss. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Update zum Thema Wasserstoff gefallen. Vielleicht ist Wasserstoff doch die Technologie der Zukunft. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, kommentiert unten, was ihr gerne auf diesem Kanal weiteres sehen sollt. Abonniert bitte meinen Kanal, aktiviert die Glocke und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer dieser Dad.